Servus, grüß euch, ich habe die Ehre und heute geht es mal um dieses kleine Schmuckstück hier. Ja, BMW F900 XR, schon ein bisschen was reingesteckt und das wollte ich euch einfach mal zeigen und auf die, ja, warum ich so begeistert von diesem Motorrad bin. Die Optik hat mich schon fasziniert bei dem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, das Konzept aus Italien, glaube ich. Und damals habe ich mir schon gedacht, wenn dieses Motorrad auch nur so ähnlich rauskommt, ich muss es haben. Denn Optik, das haben sie hier zum Beispiel komplett die Front beibehalten, was ich einfach Hammer finde. Mir gefällt sie einfach, ist Geschmackssache, ist einfach so. Dann Motor. Ich bin ja ein Fan von Drehmoment unten raus, ja. Also ich bin Tourer. Zwei Zylinder ist für mich eigentlich so ein Motor, der perfekt ist. Ich brauche nicht zu viel Leistung. Ich brauche natürlich ausreichend Leistung für meine Touren, wenn ich mit Gepäck oder mit Frau und eventuell noch Gepäck unterwegs bin. Was ich damals so geil fand, als ich die 800R gefahren bin, die Husqvarna Nuda 900, und die fand ich sowas von geil. Der Motor war unten raus nochmal mehr Druck. Und der Klang war geil, dieser V2-Klang, nicht mehr dieses normale Twin von was der 800er halt hat. Und das haben sie hier einfach vereint, dieses Adventure-mäßig, bequem, Touren, trotzdem sportlich, geschmeidiger Zweizylinder, unten raus Dampf und sieht auch noch gut aus. Und was mich auch noch überzeugt hat, war, du kannst hier wirklich alles ordern, weil wenn du mal eine 1200er GS gehabt hast mit Vollausstattung, dann willst du die Ausstattung wieder. Und das ist das Geile, dass sie hier in der 900er auch alles wahlweise drin haben. Klar, viele sagen, Schnickschnack braucht kein Schwanz, aber es ist einfach so, wenn man Tourer ist, dann sind dieser ganze Schnickschnack ist einfach zum Touren und da ist er praktisch, dieser Schnickschnack. Und es geht halt los bei Heizgriffen sowieso immer. Ich fahre nie wieder ohne Heizgriffe auf eine Tour, wo ich nicht weiß, wie das Wetter wird. Tempomat, total genial. Dynamic ESA natürlich an Bord. Ich komme nicht drum rum und ich finde es sehr gut, dass ich es hier an Bord habe und finde es auch ausreichend, dass ich es nur hinten habe, denn damit bleibt es auch bezahlbar und meistens ist es ja auch so, die ganze Beladung kommt ja auch wirklich nur auf die hintere Federung. Ich müsste theoretisch jede zweite Fahrt müsste ich wieder die Federvorspann und die Dämpfung einstellen, weil ich mal alleine fahre, mal mit Gepäck, mal mit Frau mit Gepäck und das stellst du hier einfach mit ein paar Klicks ein und das Motorrad levelt sich, stellt die Dämpfung ein. Die Dämpfung kannst du dann auch noch härter, weicher einstellen. Fahrmodi total genial, wenn du sie mal hattest, wenn du mal in den Regen reingekommen bist oder wenn du zu zweit fährst, schalte ich auf Road oder Rain, wenn ich geschmeidig fahren will, meine Frau hinten drauf hockt. Wenn ich sportlicher will, Dynamic Dämpfung, Dynamic Mode und ab geht die Post, viel aggressiver das Ganze, sportlicher. Ja, was kam noch dazu? Ja, was Geiles, serienmäßig, du kannst das Windschild, die Höhe verstellen in zwei Stufen, auch total genial. Die originale Sitzbank war uns beiden, also mir und meiner Frau hinten drauf, definitiv viel zu hart. Also wir waren dann nach 2 Stunden Fahren, war es für uns schon echt unangenehm, grenzwertig. Darum die BMW Komfortsitzbank, die ist auch noch einiges höher, was mir entgegenkommt. Denn das Motorrad ist natürlich viel niedriger als zum Beispiel in der GS und mit der normalen Sitzbank mir schon wieder fast ein bisschen zu niedrig. So ist halt einfach der Kniewinkel noch ein bisschen besser. Ich glaube, ich drehe auch den Lenker noch ein bisschen nach oben. Ja, definitiv eine Verbesserung. Die ist auch straff, die Komfortsitzbank. Also das ist, auch wenn sie Komfort heißt, also es gibt Komfortsitzbänke, die sind viel weicher. Aber ich finde es ganz gut, dass es nicht zu weich ist, weil das ist dann auch wieder nichts, wenn man zu sehr einsumpft in die Sitzbank. Ja, was kam noch? Es kam ein Topcase von SW Motec. Alleine schon die Gepäckbrücke von BMW zu monströs und auch ehrlich gesagt viel zu teuer. Das ist über 500 irgendwas Euro für so ein
hat so eine Gepäckbrücke mit Topcase, das dann auch noch monströs ist und hässlich ist. Das finde ich viel dezenter und vor allem kann man das hier dran lassen. Also die Originalgepäckbrücke von BMW, die hätte ich zum, wenn ich nicht damit toure, hätte ich die wieder abgebaut, weil sie so dermaßen monstermäßig ist. Das Ding, finde ich, passt sehr gut in die Optik zum Motorrad. Die Original-Kofferhalter finde ich auch geil. Im Vergleich zu den meisten oder eigentlich allen anderen Systemen, die es so gibt für dieses Motorrad, sind die wahnsinnig dezent, auch verglichen mit den vorherigen Modellen oder Koffersystemen mit den fetten Bügel hier drumrum, ist das schon ziemlich gut gelöst. Dann natürlich die originalen Tourenkoffer. Ich wollte mir eigentlich die Sportkoffer holen, aber die sind auch nicht abschließbar. Und ich will auf jeden Fall beim Touren unterwegs Koffer, die ich dran lassen kann, die ich dann absperren kann, wo ich dann auch meinen Helm drin lassen kann oder irgendwelche Sachen, dass ich die nicht immer abnehmen muss. Klar, optisch sind sie natürlich, mein Gott, so Koffer, Topcase ist nie schön, aber wenn man touren will, braucht man es. Und ich habe sie in Grau genommen. Da sind sie noch relativ, sagen wir, relativ unauffällig, zumindest im Vergleich zu die in Rot. Die sehen noch mal doppelt so groß aus, rein subjektiv. Auch SW Motec Pro Tankring mit einem passenden Pro Tankrucksack. Magnetsystem ist schon echt genial. Jetzt habe ich noch so eine kleine Seitenständer-Auflagenverbreiterung. Baust du einmal dran, hast du ausgesorgt, denn es hat mich in den letzten 15 Jahren schon oft genervt. Und ja, jetzt habe ich mich mal dazu überreden lassen von mir selbst quasi, von meiner Erfahrung in den Jahren, dass ich mir so eine Verbreiterung hier kaufe. Schauen wir mal. Ich habe sie, glaube ich, auch schon einmal brauchen können. Ja, stimmt. Ja, einmal wäre sie eingesumpft. Was ich, das Einzige, was ich etwas unschön fand, war diese Partie hier unten Motor. Das Ding ist so schön verkleidet, hat so ein geiles Design einfach. Und hier unten war oder ist dieses Loch, dieser Motor, und das sieht aus einem bestimmten Winkel, sieht das dann irgendwie ein bisschen Panne aus. Also wirklich ein bisschen dämlich. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da musste einfach was hin. Ja, wieder SW Motec, die bauen einfach gute Sachen, die ich gern kaufe. Ich finde, der passt auch optisch. Er ist halt ein bisschen dezenter als der originale, weil er nicht lackiert ist. Und ich finde, er füllt das da unten einfach ein bisschen aus. Gut, schön, dezent. Schutz brauche ich eigentlich nicht, es ist eigentlich nur was Optisches. Das macht das Ding relativ günstig auch. Also kostet nicht wie der Originale, glaube ich, über 300 Euro oder so. Der kostet 100, was hat der gekostet? 170 rum oder so. Kettenöler ist natürlich dran. Der kommt bei mir im Motorrad, mit dem ich viel fahre, kommt immer ein Kettenöler dran. Es ist so einfach, so genial. Du musst nie irgendwas machen. Ich kann das Ding, ich fülle einmal im Jahr, fülle ich das Reservoir wieder auf. Wenn ich mal irgendwo, wenn es einen Temperatursturz gibt oder wenn ich mal 2 Tage durch den Regen gefahren bin, dann drehe ich mal für 100 Kilometer mal die Ölung ein bisschen hoch, damit es wieder schön geölt ist, die Kette. Ansonsten musst du nichts mehr machen und die Kette hält einfach 5 bis 10 Mal so lang, als wie wenn du jetzt ein fauler Typ bist, der sie nicht gerade sehr gut pflegt, dann ist so eine Kette und Zahnradritzel schnell mal verschlissen. Hält und hält und hält. F800RR zum Beispiel nach 35.000 Kilometer immer noch original, erste Kette, Ritzel, Zahnrad und war immer noch gut. So viel dazu. Vor allem, wenn man viel tourt in den Bergen, Pass hoch, Pass runter, Pass hoch, Pass runter. Schaltautomat, Gold wert, wenn man am Tag gefühlte 10.000 Schaltvorgänge macht. Lichtautomatik und sie hat auch Kurvenlicht, was ich wahrscheinlich nie sehen werde, denn ich fahre einfach überhaupt nicht in der Nacht. Kann mal sein, dass ich irgendwie durch einen ganz finsteren Tunnel durchfahre, dass ich oh, es mir dann auffällt, aber ansonsten ist halt dabei. Reichweite über 300 Kilometer, kann ich mal schauen, über jetzt insgesamt gefahrenen knapp 1000 Kilometer, Verbrauch von 4,2 Liter, da war alles dabei, sind 3 Tage durch Österreich mit Frau und Gepäck gefahren, alleine fahren, sportlich fahren, gemütlich fahren, Autobahn nur ganz kurze Strecken und da war aber nicht schnell, also keine Vollgasfahrten, klar ist noch nicht eingefahren. Aber in der Einfahrphase 4,2 Liter auf die ersten 1000 Kilometer,
bei der Leistung, also ist schon nicht schlecht, kann man nicht meckern. Klar, es ist natürlich alles subjektiv, alles meine Meinung. Es ist mein Traummotorrad, das am besten zu meinem Fahrstil passt. Und klar bin ich begeistert. Und ja, das war's dann schon. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr vielleicht Fragen zum Motorrad habt, was ich in dem Video aufgreifen kann, dann rein in die Kommentare. Und wenn's wollt, ja, bis zum garantiert kommenden nächsten Video. Servus!